Wir werden angegriffen. Ja, ich weiß. Gut. Wir haben einen Fischer verloren. Den ich somit wieder zurückzugewinnen gedachte, woraus aber scheinbar nichts wird. Toll. Wir werden angegriffen. Ja, ist ja gut. 4 Kohlebecken. Wir müssen jetzt wieder 10 Leute zusammenkratzen für den nächsten Aufstieg. Wir hätten schon lange Herzogin werden können, aber wir haben es die ganze Zeit verschludert. Auf wir werden Befehl, angegriffen. Dann eskortieren wir Munitionskarren. Gut, wir könnten so lange die Stadt hier hinten weiterbauen. Wir könnten jetzt 10 Gebäude bauen. Gut, gut. Wir werden angegriffen. Kann er nicht mal die Schnauze halten? Wir bräuchten einen Käser vielleicht. Wir werden angegriffen. Alter. Wir werden angegriffen. Hört auf. Alles klar. So, jetzt haben wir das geregelt. Wir haben jetzt ein Gebäude. Willst du mich verarschen? Könnte ich einfach damit aufhören, angegriffen zu werden? Das wäre sehr hilfreich, danke. Wo waren wir? Genau, die Leute hier haben bestimmt auch ganz gerne Seife. Können wir den hier so drehen? Ja, können wir. Dann machen wir das und setzen dann so einen Weg hier hin. Was wir machen können, wäre außerdem einfach nur aus Jux und Dollerei hier ein paar Getreidefelder hinzupflanzen. Fruchtbarer Boden am Arsch hier. Das fruchtbarste Boden, den ich je gesehen habe. Gut, das müssen wir anders machen. Wie am besten. Gut, weil ich persönlich glaube, dass wir hier irgendwann diese Furt überqueren dürfen. Bauen wir hier die Scheiße aus. Nicht während die... Sag mir, wo hier jemand streikt. Komm schon. Außerdem geben wir den Leuten hier dafür noch eine Belagerungswaffenschmiede. Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor. Nicht schon wieder. Ihr klärt das mal ganz kurz. Und erklärt ihm mal ganz kurz, warum das eine ganz schlechte Idee ist, das zu machen. Bitte. Danke. Wir werden angegriffen. Und jetzt geht das schon wieder los. Auf zurück. So, dürfen wir das jetzt machen? 3 Leute brauchen wir noch. Ja, gut. Ah, jetzt ist der Sommer. Jetzt können wir mal kurz schauen. Wo könnte man denn hier eine... Gar nicht mal so... Wir werden stellen. Angegriffen. Ah, Gott. Stattdessen wollten wir hier sowieso noch... Wir werden angegriffen. Wir das hier so kürzen? Wir werden angegriffen. Ja, das ist ein Wunder. Können wir so. Und so. Und wir werden angegriffen. Ja, ist gut. So und so und so. Und da können wir da ein paar Bänke drumherum setzen. Gut, und der letzte wird durch den Ausbau der Schwertkämpferkaserne noch dazukommen. Oder, wir werden das angegriffen. Zu machen, bauen wir sofort. Ein weiser Herrscher honoriert die Dienste seiner Untergebenen. Ach komm schon! Der letzte kommt dann hier durch. Ich werde euch stets zu Diensten sein, Majestät. Vergesst das und vergesst das.
Wir brauchen die drei Plätze, damit wir nämlich noch einen... Wo haben wir ihn? Eine Schmiede sitzen können. Ich glaube, das ist das, was noch fehlt, nicht wahr? Wir haben noch keine Schmiede hier stehen. Damit wir voll dekorierte Häuser haben können, brauchen wir eine Schmiede. Und dafür sollten wir vielleicht diese Holzfällerhütte kurz mal beseitigen. Die einfach nur absolut obsolet rumsteht, mitten in der Stadt. Ach übrigens, Helden. Geht mal bitte wieder zu dieser Mauer hin. Und dann könnt ihr mal ganz kurz Stress machen. Was brauchen wir? 90 Soldaten brauchen wir. 30 voll dekorierte Häuser und der ganze Rest. Alles klar. Das dürfte machbar sein. Da kommt doch schon so ein Katapult an. 90 Soldaten brauchen wir. So, schauen wir mal, wie viele wir denn gerade haben. Ah ja. 6 Schwertkämpfer. 6 Bogenschützen. Und wir brauchen einfach Bogenschützen mehr als Schwertkämpfer. So. Schon unterwegs. Dann haben wir hier unsere Truppen und dann haben wir das mit der Armee schon mal geregelt. Und das heißt eigentlich nur noch warten. Die Schmiede ausbauen und warten. Können wir jetzt Feuerbecken bauen, Dario-Statuen können wir noch nicht, aber Kohlebecken können wir schon mal anfangen. Wir werden angegriffen. Und wir brauchen unbedingt einen Punkt, wo wir diese Munitionskarren unterbringen können. Die stehen dann nämlich ziemlich blöd. Und ich weiß auch schon genau das Richtige. Wir werden angegriffen. So. Ich werde angegriffen. Ja, wir wissen es. Wir werden angegriffen. Und dann können wir in dieses Gatter die ganze Munition reinstopfen. Nur weil wir mit Weltuntergangskräften kämpfen müssen, heißt das nicht, dass wir nicht auch die Zeit nehmen dürfen, um etwas Ästhetisches zu bauen. So. Und die Munitionskarren, die jetzt ganz beim Weg stehen, rein da. Ich werde angegriffen. Würdet ihr mal die Höflichkeit besitzen, das zu tun, was ich möchte, was ihr tut? Und wir bauen noch eine zweite Schmiede, damit das Ganze schneller geht. Hier am Ende in der Stadt wäre eigentlich ganz gut. Können wir die drehen, sodass der irgendwie hier reinpasst? Ach komm schon. Das hat gerade gepasst. Krass. Ich hätte fast schon den Glauben aufgegeben, dass das jemals funktionieren würde. Wir machen euch dicht und ersetzen euch durch einen Holzfäller für die Bäume hier. Wir müssen auch sicherstellen, dass das Holz nicht irgendwann einfach ausgeht. Bevölkerungsanforderungen haben wir sowieso nicht mehr. Ich gebe zu, es ist unwahrscheinlich, dass das Holz jemals wieder ausgehen wird. Aber man kann nie wissen. Man kann einfach nie wissen.
Triumphbögen, ja, braucht auch eine Weile. Siegessäule braucht auch eine Weile. Bei den Kohlenbecken wollten wir schon mal anfangen, genau. An den markierten Zeremonienkreisen fangen wir schon mal beim ersten an. Wie wollen wir hier 4 Kohlebecken? Die müssen wir da ganz dicht dran drücken. Wir werden angegriffen! Ich weiß. Weil wir nämlich auch Mauern stehen haben und die sollten wir wirklich nicht angegriffen. Weichen müssen. Dann machen wir das so. Wir werden angegriffen! Alles klar. Das ist ganz gehört sich so. Wir dürfen jetzt kurz mal befördern. Bevor irgendwas jetzt Stress machen möchte. Kann meine Loyalität mit einem Titel erkauft werden? Ja, ich denke schon. Hier bitte. Kraft meines neuen Titels werde ich eure Feinde vernichten, wo immer sie sich verkriechen mögen. Alles klar, jetzt können wir tun, was wir wollten. Wir müssen sicherstellen, dass Dario hier gewesen ist. Ich hatte den Laptop heraufgefahren, um herauszufinden, ob es mit dem Gedicht auf sich hat, nicht wahr? Laptop, mein alter Freund. Oh, es ist jetzt 1 Uhr morgens. So. Der braucht noch eine Weile, um das mit dem Hochfahren richtig hinzukriegen. Es meldet nämlich gerade an und... Tja. So, das ist halt noch ein bisschen langsam. Es dauert eine Weile, bis der Google Chrome aufgekriegt hat. Aber gut, die Dario-Statue wird stehen. Das ist schon mal ein Erfolg. Aber wir wissen natürlich auch, dass Dario ebenfalls hier gewesen ist. Ganz explizit gesehen, hier. So, und der letzte kommt dann hier so hin. Und dann sind wir damit auch ausgebucht. Nächster Steinkreis. Da. Ja. 4 Kohlebecken. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Spaß haben. Diese komischen Rentiere. Wir werden angegriffen! Ist gut. Die Frage ist, wie flößen wir nachher dem Zahn Rasputin diesen Trank ein? Wir machen ja so ein komisches, mächtiges Elixier, um den zu heilen von Thors Einfluss. So. Weswegen jetzt gerade tausende Soldaten an unseren Mauern und an unseren Reitern zerschellen. Aber das ist alles okay, weil wir die Guten sind. Denke ich. Komm schon. Hier, so. Dieser Stein weigert sich einfach behaglich zu verschwinden. Gut, soll er. Freut mich für ihn, dass er in der Lage ist, seinen Willen durchzusetzen. Dieser krasse Stein. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade das Verlangen habe, einen Pfad drumherum zu ziehen. Andererseits ist das Spiel scheinbar der Meinung, dass wir das nicht dürfen.
Aber als ob wir uns jemals davon aufhalten lassen würden, das müssen wir noch im Weg finden hier. So. Hat geklappt. Jetzt wird da unten noch gebaut. Halt! Nun können wir ein Mittel herstellen, um den Zahn zu befreien. Dies wird doch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Unsere Zeit müssen wir überleben, nicht wahr? Sofort. Alles wo wir klar. Davon reden. Wie ihr wünscht. Sofort. Hört immer auf, an der Tür anzuklopfen. Oder an der Wand. Es gibt Türen dafür, wisst ihr das? Unhöfliches Gesindel. So, klärt das mal ganz kurz mit denen. Das ist nämlich einfach nur impertinent, was die hier treiben wollen. Und dann bauen die es einfach wieder ohne irgendeine Crew ab und ziehen das zurück. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Wie ist das jetzt möglich? Wir haben das Heilmittel hergestellt. Oh, das ist nett. Nun müsste Zertal das Mittel bekommen. Wir sollten einen Dieb diese Aufgabe übernehmen lassen. Klingt nach einem Plan. Ey, Dieb, komm mal raus. So gut wie erledigt. Immer so schleimig. Ich glaube, wir haben keine Soldaten mehr. Das dürfte kein großes Problem sein. Ey, Dieb, wo bist du? Niu. Niu. Wie ihr befehlt. Würdet ihr bitte Platz für den Dieb machen? Würdet ihr bitte auch Platz für den Dieb machen? Auf den Weg. Den Leuten sind ja auch die Soldaten ausgegangen. Okay, schickt ihn in die Nähe des vom Tor besessenen Zaren. Auf der Stelle. Sehr nah, will er uns sagen. Alles klar. Ich werde angegriffen. So gut wie erledigt. Wo kommt ihr jetzt plötzlich her? Egal. Unser Dieb wurde entdeckt. Da bitte. Es ist verbracht, der Zar wurde aus der Kontrolle des Asenherrschers befreit. So, sind wir wieder als Bros. Oh, was hab ich nur getan? Ab Dank, dass ihr mich befreit habt. Könnt ihr mir vergeben für die Dinge, die ich unter Thors Kontrolle verbrochen habe? Dir können wir vergeben. Deinen toten Soldaten aber nicht mehr. Moment mal, was ist mit unserem Territorium? Wir vergeben euch. Wir sind furchtbare, schreckliche, durch und durch böse Dämonen aus der Unterwelt, doch keine Unmenschen. Ah. Okay, wir sind doch diese Bösen. Oh, unser Außenposten! Der ist jetzt wohl weg. Loki, mein Blutsbruder. Deine Magie ist auch nicht mehr das, was sie mal einmal war. Eine Brühe aus Druidenkraut reichte, um sie zu brechen. Ah. Loki ist also der mit dem komischen Kloster, oder? Oh, mein Bruder. Oh, scheiße. Meine Magie ist auf dem Seelenheiligtum, die Macht der Midgard-Schlange für dich zu kanalisieren. Ah. Das ist nicht sonderlich gut. Dann sollte dein Vater imstande sein, den Himmel auf Midgard stürzen zu lassen. Unterdessen schlage ich vor, den Feind zu beschäftigen. Verkünde ihn, dass du einen Wettkampf veranstalten willst. Der Fimbul Wilter wird den Rest besorgen. Ah. Ich bin mit Lukas Stimme nicht zufrieden.